Fühlst du dich häufig steif und unbeweglich? Keine Sorge, du bist nicht alleine. Ich bin Nico Lorenz, Physiotherapeut und Atemtrainer und zeige dir eine einfache 10 Minuten Dehnroutine, die speziell für Anfänger konzipiert ist. Lass uns mal gemeinsam beweglicher werden und ich verspreche dir, wenn du das ein paar Mal mit mir gemacht hast, ein, zwei Mal, du wirst einen spürbaren Unterschied davon merken. Davon bin ich überzeugt. Lass uns mal direkt anfangen. Wir beginnen zunächst ganz locker. Wir fangen erstmal mit dem Kopf an, mit den Schultern. Leg mal den Kopf erstmal nach rechts ab, Mitte und links. Mache alles so gut mit, wie du kannst. Wenn etwas nicht gehen sollte, aus welchem Grund auch immer, ist das überhaupt nicht schlimm. Mitte, zur rechten Seite, Mitte und links. Und rechts. Mitte und links. Achtung, wieder in die Mitte und mal nach links schauen. Mitte und rechts. Im Wechsel. Mitte und links. Super. Mitte wieder schauen und einmal kreisen. Lockeres Kreisen nach vorne. Im Wechsel. Ein paar Mal. Okay, wieder in die Mitte schauen. Wir machen mit den Schultern weiter. Schulterkreisen. Rückwärts nur die Schultern erstmal. Oberkörper hat noch Pause, Unterarme haben Pause, Oberarme haben Pause. Nur die Schultern. Noch 5 große Kreise. 4, 3, 2. Okay, Achtung, wir nehmen die Oberarme dazu mit. Noch 3, 2, 1 und kompletten Arme. Lange Arme, große Kreise neben dem Körper. Noch 5, 4, 3, 2 und letztes Mal. Okay, nur noch die Schultern. Letzten Bewegungen. 3, 2, 1. Okay. Nacken ist bereit, Schulter sind bereit. Wir machen mit dem Rücken weiter. Nach vorne, runter, wieder hoch. Aufrichten, zurück, zur Decke schauen. Im Wechsel, runter, Füße berühren, nach oben, aufrichten. Im Wechsel. Geh so weit runter, wie du kannst. Richte dich so weit auf, wie du kannst. So, wie es sich für dich noch angenehm anfühlt. Wir sind noch beim Aufwärmen. Noch 3, 2, aufrichten und runter. Und ein letztes Mal. Und runter. Okay, super. Aufrichten. Wirbelsäule. Nach links wollen wir sie neigen. Arm dafür über den Kopf rüber, zur Seite neigen. Zur Seite rüber. Halten. Im Wechsel. Rüber. Halten. Ein. Und aus. Im Wechsel. Immer ein Atemzug. Wechsel. Noch 2 Mal. Okay. Und super. Oberkörper ist fast geschafft. Wir müssen jetzt einmal den Zwischenbereich. Schultern, Kopf, Wirbelsäule wollen wir jetzt zusammenbringen. Arme neben dem Körper. Eine Hand nach oben drehen. Zu der schauen wir. Dreh jetzt mal die
Richtung Boden und die andere nach oben. Und wechseln. Wechseln. Die Hände drehen dabei. Nach links und rechts. Kontrolliert, so wie du es gut umsetzen kannst. Noch 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Okay, Arme runter, ausschlackern die Arme. Oberkörper hat jetzt erstmal Pause. Wir machen mit den Beinen weiter. Hüftbeuger, hoch, kreisen, im Wechsel. Vor dem Körper kann sich natürlich auch festhalten. Das ist gar kein Problem dabei. Kann sich an einem Stuhl festhalten, an einem Tisch, egal was du jetzt gerade zur Verfügung dafür hast, oder auch an der Wand. Große Kreise mit der Hüfte erstmal vor dem Körper. Noch 2 Mal. Und ein letztes Mal. Hervorragend. Super. Wir gehen eine Etage weiter runter. Oberschenkel. Am besten mit einer Wand. Wenn du kannst, natürlich auch frei. Versuch, dein Bein zu greifen. Wenn das nicht gehen sollte, dann nimmst du dir ein Band dafür. Oder auch ein Gürtel. Würde auch dafür funktionieren. Versuch mal, dein Bein zu greifen und ranzuziehen. Wenn du gut bist, bringst du beide Beine zusammen. Versuchst ein bisschen nach hinten zu ziehen, aufzurichten, gerade zu machen. Wenn du es erstmal nur greifen kannst und dann schon die Dehnung merkst, ist es gar kein Problem. Du machst es ja für dich. Du machst es so gut mit, wie du es kannst. Du bleibst in der Position und richtest nochmal deinen gesamten Körper wieder nach. Aufrichten, halten und wechseln. Selbe Spiel, selbe Regeln, andere Seite. Komm erstmal wieder an. Wenn du kannst, Beine zusammen. Wenn du richtig gut bist, ziehst du noch ein bisschen das Bein ran und erhältst die Position. Genieße die Dehnung. Okay, sehr schön. Beine wieder runter. Beine etwas auseinander und wander mal mit der linken Hand, mit dem rechten Hand, mit beiden Händen zusammen. Mal zum Bein runter. Versuch deine Knie dabei gerade zu lassen und komm erstmal da an, wo du am besten ankommst. Knöchel, wenn du richtig gut bist, auch am Fuß. Oder vielleicht sogar am Boden. Halte die Position. Und spüre, wie nach und nach die Spannung immer weiter locker lässt. Die Schmerzen werden weniger. Das Unangenehme ziehen. Und wir wandern mal ganz langsam rüber zur anderen Seite, die noch nicht gedehnt ist und merken auf einmal, oh, wie es sich vorher angefühlt hat. Aber auch hier, die Seite, die wird genauso gleich gelockert sein. Halte dich zuerst an deinem Knöchel fest, an deinem Fuß, da wo du eben ankommst. Und atmen. Genießen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Komm langsam wieder hoch. Richte dich nochmal auf. Mach dich nochmal gerade. Wir machen jetzt noch eine Sache für den Fuß, dann nochmal für den gesamten Körper. Und dann hast du es auch schon geschafft. Fuß. Kannst dich wieder festhalten. Den Fuß kreisen. In einer Richtung erstmal.
kreisende Bewegung mit dem Fuß. Locker. Hast es gleich geschafft. Andersrum. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, andere Seite. Selbe Spiel, selbe Regeln. Andere Seite. Kannst natürlich auch machen, wenn du möchtest, frei. Und kreisen. Ist kein Muss. Alles freiwillig. Wenn du dich sicherer fühlst, mit Festhalten. Richtungswechsel, andersrum. Noch 5, 4, 3, 2. Okay, Füße nochmal auf dem Boden. Letzte Übung. Hände hinter dem Rücken verschränken, nach oben schauen. Eine schöne Übung. Schau im 45-Grad-Winkel zur Decke. Zieh deine Hände ein bisschen nach hinten, deine Hände nach unten. Halte die Position und merke die Dehnung in der Brust. Mit jedem Atemzug versuchst du jetzt nochmal den Druck, die Spannung vom Körper runterzulassen. Das ist hervorragend. Das ist richtig gut. Mach diese Übungen gerne täglich. Du wirst merken, von Mal zu Mal, jeden Tag, wird es immer leichter werden. Und ich freue mich, wenn ich dich morgen wieder sehe. Abonniere gerne noch diesen Kanal. Und wenn du möchtest, dann wirst du jetzt hier ein sehr interessantes Video noch sehen. Und ich freue mich, wenn ich dich das nächste Mal wieder sehe. Alles Gute. Und bis dahin.